Spielplätze, Parks und öffentliche Flächen sind in Hameln wieder geöffnet worden. Lange Zeit gab es nur Absperrband zu sehen und es galt ein Betretungsverbot. Nun kann wieder gerutscht und geklettert werden. Doch es gilt nach wie vor ein Mindestabstand von 1,5 Metern. Und ist der Spielplatz überfüllt, dass man keine Abstandsregeln einhalten kann, soll man sich einen anderen suchen. Es gibt aber noch mehr Regeln. Den Spielplatz darf man zum Beispiel nicht für ein Picknick nutzen. Ähnliches gilt auch für das Abnorgelände, das wieder für die Bevölkerung freigegeben ist. Hier auf diesem Areal darf man sich aufhalten, natürlich auch nur mit den Abstandsregeln. Viele haben darauf gewartet, dass sich die Tore öffnen und jetzt ist der Bürgergarten ebenfalls wieder für Besucher frei. Bei Erholungspausen auf den Bänken gilt aber auch hier ein Mindestabstand. Abstand einhalten gilt auch beim Schachspielen und wer den Spielplatz hier im Bürgergarten besuchen möchte, der sollte sich auch an folgende Regel halten: vor und nach dem Besuch unbedingt Hände waschen.